Das Zahnkonzept, die Praxis unserer Top-Athleten, präsentiert Ihnen heldenhaft mit Biss in den Olymp. Stark, fokussiert und erfolgreich. Eduard Popp und Dennis Kuttler gehören zu Deutschlands Ringerelite und wollen nun auch bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio voll angreifen. Ich glaube, kein Sportler fährt auf ein Event, um sich zu sagen, mal gucken, was passiert. Dabei sein ist alles, ist, glaube ich, nicht so ein Motto, was ein Sportler gern hört, sondern jeder geht hin, um sein Bestes abzurufen. Dennis Kuttler ist der Durchstarter in der deutschen Ringerszene. Bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 holte er die Bronzemedaille. Mit gerade einmal 21 Jahren. Ein unvergesslicher Moment. Als die Medaille da war, war es ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich habe mir schon mal überlegt, wie ich es am besten jemanden rüberbringe, wie man es sagen kann. Aber ich muss sagen, es wäre genauso, wenn man jemanden, der nicht schmecken kann, versuchen will, wie was Süßes schmeckt, zu erklären. Dabei wäre Kuttler, der Juniorenweltmeister und fleißige Medaillensammler bei Großturnieren, fast nicht beim Ringen gelandet. Ein Zufall brachte ihn vielmehr dahin. Mein Vater hat früher auch Sport gemacht, nicht Ringen, er war im Karate und hat gewusst, dass Sport eine gute Sache ist. Das ist halt für junge Kinder, dass man halt Kontakte knüpft, den Körper kennenlernt, halt viel bringt. Und somit wollte er uns zuerst ins Judo anmelden. Judo war voll und das nächste war dann Ringen. Dort hat er vor allem starker Ausdauerathlet sein Glück gefunden. Die Ringergemeinschaft kann bei jeder Trainingseinheit seine Stärken bewundern. Er ist einfach absolut 100% professionell. Er lebt diesen Sport. Er überlässt nichts dem Zufall. Und es macht auch wahnsinnig Spaß, ihn beim Training zuzuschauen, wie akkurat, wie professionell und wie strukturiert er auch immer wieder versucht, seine Spezialtechniken an den Mann zu bekommen. Speziell sollen auch die Spiele in Tokio werden. Doch planbar ist bekanntlich wenig. Vor allem keine Goldmedaille. Man kann nicht sagen, dass man irgendwo hinfährt und die Goldmedaille holt. Da sind so viele Faktoren, wie man die Vorbereitung, Kopfsache, wie man das Gewicht gemacht hat, was für eine Auslosung. Olympischen Spiele, das ist halt, da schreibt man Geschichte und deshalb kann man das so nicht so voraussagen, wer Gold holt und wer nicht. Das, was Kuttler schon hat, möchte auch Eduard Popp erreichen. Eine Medaille bei Olympia. Doch dafür lebt er vor allem im Hier und Jetzt. Also ich sag mal, das Ziel ist tatsächlich in der besten Form und in der besten Verfassung dorthin zu reisen. Das ist so das, worauf ich mich jetzt so fokussiere. Fokussiert ist der 130 Kilogramm schwere Hühner auch bei jeder Trainingseinheit. Die Gewichtsklasse war für den dennoch unheimlich flinken Pop schon früh vorgezeichnet. Man wird schon irgendwo als Schwergewicht geboren, ne? Also es war auch von klein auf schon absehbar, dass es bei mir in die Richtung geht. Also ob es jetzt Halbschwergewicht, also bis 97 Kilo oder bis 130. Früher war es noch 120, mittlerweile ist es 130. Also das war schon absehbar. Beim Ringen führt Popp eine Familientradition fort, da bereits sein Vater auf der Matte gerungen hat. Was er nun weitergibt, denn er ist verhältnismäßig früh für einen Leistungssportler selbst Vater geworden. Familie ist Geborgenheit, ist Sicherheit und was ganz, ganz Besonderes, auch ein neues Leben auf die Welt zu bringen, ne? Also wie auch ich als Familienvater. Und das hat auch viele, viele Aspekte, eigentlich mehr in sich, was das, also es ist auch irgendwo, ja, was einem Kraft und Stärke dann auch noch zusätzlich gibt. Diesen Rückhalt möchte Popp nun nutzen und sich bei Olympia den Traum von Edelmetall erfüllen. Doch Platz 5 bei Rio und der vergangenen WM haben das Kraftpaket auch Geduld gelehrt, die viel für ihn bedeutet. Dass man einfach auch kontinuierlich weitermacht und trotz manchen Niederlagen auch dranbleibt und auch letztendlich daran glaubt, auch irgendwann den gewissen Erfolg auch zu erleben zu dürfen. Kuttler und Popp, zwei Ringer, die es bei den Olympischen Spielen unbedingt nochmal wissen wollen. Mit einem gesunden Lächeln nach Tokio. Das Zahnkonzept präsentierte Ihnen heldenhaft mit Biss in den Olymp.